Webseite, die eingeschickt worden sind, in dieser Kategorie verblüffend viel auch aus der Primarstufe, denke ich. Alors, je l'ai demandé comment ça a été d'être le jury, le président de jury pour la catégorie 1. Il a dit que c'était très spécial parce qu'ils n'ont pas expecté ou ne se sont pas attendus qu'on avait tellement de projets qui ont été envoyés aussi de l'école élémentaire primaire. Also gut, ich würde sagen, wir legen nochmal los und schauen nochmal die ersten Projekte an. Ist das gut? Also, ragazzi del Boschiavo, ragazza, ragazzo, e la Giulia, no, la Jana e Nicola. Ci fate un po' vedere come funziona? E sul sito Lecture che passione! Lire, quelle passion, traduit, c'est leur site, on voit déjà. E poi che cosa volevate far vedere su questo sito? Noi abbiamo fatto delle pagine, ognuno di noi ha letto un libro e ha fatto un riassunto e adesso possiamo mostrarlo. Also sehr gut. Die Idee ist, dass offenbar in dieser Klasse die Leidenschaft fürs Lesen grassiert. Jeder von den Schülern von dieser Klasse hat ein Buch gelesen und nachher eine Zusammenfassung aufs Netz gestellt. Eigentlich ist die Idee vor allem auch mit dieser Seite, dass man anderen Schülern oder jungen Menschen ihre Leidenschaft ein bisschen weitergeben kann, vermitteln und ganz praktisch ein, zwei Zusammenfassungen von Büchern, die ihnen besonders gefallen haben, können lesen. Ci fai vedere io spiego? Potete navigare un pochettino? Je vais traduire vite en français parce que l'idée de ce site était que la passion que cette classe du... Allez-y! Que la passion pour lire qu'ils ont évidemment peut-être montrer, peut-être même être une inspiration parce qu'ils ont fait... Chacun de la classe a lu un livre. Ils ont fait et mis des résumés de ces livres sur le site. Alors vous verrez bien. C'è qualcosa di speciale ancora sul sito? Abbiamo messo anche delle foto che abbiamo fatto noi così. Allora, si hanno fette le trofto, ich sehe sogar eine Kuh, die sogar selber am Lesen ist. Ich weiß nicht genau, was für ein Buch es ist. Aber sie haben das auch probiert, noch ein bisschen spannend zu illustrieren. Was haben sie für Funktionen? I libri ci sono le lingue. Ah, aber come mai le lingue? Un po' in tutte le lingue, cioè non solo in italiano, ma anche in arabo e... Also gut, sie haben sogar gewisse Ausschnitte aus einem Buch, ich habe es zum Glück ein bisschen schon ausprobiert, gewisse Ausschnitte aus einem Buch haben sie, glaube ich, in etwa 12 verschiedene Sprachen gelesen. Thailändisch, Arabisch, Griechisch, Tschechisch habe ich gesehen, also in ganz vielen Sprachen. Diese Seite beinhaltet wirklich ganz viele besondere Elemente. Das ist, ja, das ist zum Beispiel Esther Murbach, das sie jetzt, glaube ich, was auch immer das für ein Spruch war. Auf jeden Fall hat es ganz viele verschiedene Sprüche. Ah, das ist Bosnisch, Boschiavo. Ah, das wäre eben das Dialekt aus dem Boschiavo. Donc, alors, vous voyez, ce site a tellement de positions spéciales. Ils ont même laissé traduire une partie d'un livre dans, je pense, c'est 12 langues différentes qu'on peut relire. Je dirais, ich würde sagen, nochmal einen Applaus. Sie haben ein bisschen drin gesehen. Wir können nicht die ganze Seite erklären. Applaus! Mach das, ist gut. Es wird spannend, ragazzi. Seht ihr noch mal die Klappe? Ein bisschen nervös? Wir gehen weiter. Und zwar geht es jetzt immer noch um die Kategorie von der Primarschule. Also, wir machen es spannend. Ich tue euch noch mal in Erinnerung rufen, die Klasse, die den zweiten Platz hat, wird die Epson drucken. Die übrigens nicht mit heim genommen werden, ihr bekommt sie heim geschickt. Für alle ist das Gleiche. Die Drucker müssen nicht heimschleppen mit dem Zug oder so weiter. Die werden heim geschickt. Bei jedem Einzelnen bekommt so einen Drucker. Darum werden sie ein paar Drucker, wenn wir so ein bisschen heim transportieren. Also, wir machen es spannend. Es wird natürlich wahrscheinlich gerade das Jubel losgehen, weil die Ersten dann auch wissen, dass sie die Ersten sind. Aber wer ist Zweitplatzierter in der Kategorie Primarschule? Zweitplatziert, ich mache das auf Deutsch.